Hallo YouTube-Freunde und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr da schon lesen könnt, gab es heute am Dienstag, dem 25.07.2023, kein Update und weitere Infos zu den nächsten Tagen, was heißt Turniere etc. Da erkläre ich und zeige ich euch in diesem Video. Davor, Leute, könnt ihr gerne einmal abonnieren, die Glocke aktivieren, gerne noch ein Like da lassen. Kuss geht raus! Und zwar fangen wir direkt mal an in Fortnite. Springen wir direkt rein davor, Leute. Könnt ihr mir gerne noch unten auf Instagram folgen. Das würde mich freuen. Und auch gerne mal einen Creator-Code verwenden. Ja, ich habe einen eigenen und so. Schauen wir an. Was gibt es denn die nächsten Tage? Und zwar in 5 Tagen. Der 30. ist dann ein Sonntag. Wenn wir mal nachschauen hier. Diesen Sonntag. Gibt es ein Galaxy Cup für alle und am Samstag, einen Tag vorher, gibt es ein Galaxy Cup nur für Handygeräte und so. Das muss auch der 4. Cup sein. Was bekommt man? Bei 8 Punkten bekommt man ein Spray. Bei Top 2000 bekommt man den Skin und alles, was dazu gehört, mit Spitzhacke, natürlich das Spray, Kleider etc. Aber was alles genau gibt, zeige ich euch gleich. Das erstmal dazu zu dem Turnier, was am Samstag und am Sonntag stattfinden wird. Ich werde das auch, je nachdem wie viel Uhr, okay, ich werde das auf jeden Fall auf meinem YouTube-Kanal live streamen. Deswegen, wenn du neu bist, gerne abonnieren, Glocke aktivieren. Und zwar habe ich noch was anderes für euch. Und zwar gehen wir da mal in den Item-Shop. Da könnt ihr gerne meinen Support-Creator-Code eingeben. Und zwar lautet der genau so. OG-Fan. Einmal eintragen und dann müsste der auch funktionieren. Ihr seht auch unten rechts, der funktioniert. Gerne könnt ihr mir auch auf Twitter folgen, auf Discord oder auf Instagram. Mir gerne ein Bild schicken, damit ihr seht, dass ihr euch so was mit meinem Creator-Code gekauft habt. Oder generell, dass ihr den verwendet, deswegen folgt mir gerne überall. Apropos Twitter, da fangen wir auch direkt mal an. Und zwar gibt es ja am Samstag, Sonntag ein Galaxy Cup. Habe ich ja auch schon gesagt. Da können wir uns das hier freischalten. Mit dem Galaxy Outfit hier. Den finde ich nicht so nice. Ich finde den erstens irgendwie cooler. Am 29. und 30 im Null-Bauen-Modus, Solo-Format. Und was bekommt man bei 8 Punkten? Genau dieses Spray hier, das was ihr hier sehen könnt, das bekommt man. Hier sind die ganzen Punkte. Platzierung, Match, epischer Sieg bekommt man 30 Punkte. Und so weiter und so weiter. Matchverlauf, Ziele, wenn man 3 Tresorräume öffnet, bekommt man 3. Und wenn man eine Flagge einnimmt, bekommt man auch 3 Punkte. Das heißt, wenn man zum Beispiel, wo ich momentan öfters lande, gehe ich mal hier hin, ist hier unten. Und hier kann man zum Beispiel eine Flagge einnehmen. Wenn ihr das macht, bekommt ihr 3 Punkte. Teilnahme steht hier. Ich werde euch den Link zu dieser Webseite auf jeden Fall in die Videobeschreibung packen. Und ja, am 29. findet es auf dem Handy alles statt und am 30. für alle. Und jetzt habe ich ja letztens mal einen Shot rausgehauen zu Troy Scott. Der bringt nämlich am 28. also genau 3 Tagen oder 2 Tage oder einen Tag, je nachdem man das schaut, ein neues Musikalbum raus. Und ob Epic Games dazu Lust hat oder nicht, das ist Epic Games eher eine Entscheidung, warum der Skin nicht mehr in den Shop gekommen ist. Es gab mal einen Vorfall, wo sehr viele Leute gestorben sind bei seinem Konzert. Deswegen kam und kommt er momentan nicht mehr in den Shop. Für alle Leute, die den haben, so wie ich, Glück gehabt, dass ich mir den damals gekauft habe. Der ist nämlich ultra selten. Und ob Epic Games dann raus hat, ist ihre Entscheidung. Und da komme ich auch schon zum letzten Thema. Und zwar Stand jetzt, wo ich das Video aufnehme, soll morgen am 26. das große Update erscheinen. Ob ich das vielleicht live streamen werde oder nicht, könnt ihr ja sehen auf meinem YouTube-Kanal. Ob dann Stream für 9.30 Uhr oder 10 Uhr angekündigt ist, seht ihr dann, wenn ich erst mittags streame.
ist es so, auf jeden Fall war das mit diesem Video. Gerne mein Edit-Code verwenden. Ist zu 100% meiner. Ansonsten wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag. Wir hören uns definitiv irgendwann anders wieder. Ciao, ciao.